Und wir gehen ganz schnell und wir rennen und wir rennen und wir laufen und wir laufen und wir gehen wieder runter, wir gehen runter, wir gehen den gleichen Weg wieder zurück. Obwohl, wir gehen nicht. Nein, wir gehen nicht zum Spawn zurück. Alex. Zack, zack. Alex! Ja, was denn? Wir gehen nicht zum Spawn zurück. Ja, gehen wir auch nicht. Leute, ein herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bloody Beach 2. Lofty Potato ist auch dabei. Hallo! Wir haben vergessen, mein Teamspeak einzustellen. Stimmt, ich merk's gerade, das pegelt immer so hoch. Digga, ich sehe nichts, warum eine Fackel hier kommt. Ich muss mal hier auf den zweiten Bildschirm gucken und das sieht in der Facecam extrem bescheuert aus. Na, 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 na. Wie es ihn einfach nicht juckt. Was geht hier? Nichts, hier ist einfach nur eine Hülle. Sicher. Ja, hier geht's auch nirgendwo runter oder so. Hätte ich jetzt gedacht. Lass wieder hochbauen, komm. Warte, ist da hinten noch was? Warte, hier waren wir. Da hinten war ich noch nicht, ne? Hey, seid ihr da? Ja, seid ihr. Welche Frage ist das bei euch? Nein. Neun. Pass auf, ich baue mich jetzt random hier rein. Und ich werde sehen. Gut, dann lass uns hochbauen, Topkrank. Ja, warte, ich muss schnell umstellen nochmal. Deutsch. Gott, im Himmel hast du mich gerade erschreckt. Digga, ich dachte andere Spieler. Wir haben uns erschrocken. Ich denn auf Bloody Beach bei euch schon. Achso, ja. Ich habe eben geschrieben, was sie uns gesehen haben. Alter, ist das behindert, sich hochzubauen. Mit diesem scheiß Schild. Ist gleich so, Alter, wir kommen so oben an. Tot. Ich bin genau da, wo ich eben runtergegangen bin. So, warte. Hallo. Hallo. Damit hier auch keiner auf die Idee kommt. Zack. So. Oh, Alter, ist das eine Farm, ey. Das geht da hinten, ey. Weißt du, was das Ding ist? Ich hab vergessen. Links von uns ist die Mitte, ne? Ja. Warte ganz kurz. Ich will mal ganz kurz sicher gehen, ob wir uns auch nicht verlaufen haben, weil sonst haben wir echt ein riesengroßes Problem. Okay, da ist die Mitte. Lass mal da hinlaufen, zur Farm. Da ist ein Enderman. Da scheint. Hier hat sich auf jeden Fall jemand runtergebaut und wieder hoch. Ja. Aber da scheint nichts Großartiges noch mehr zu sein. Ich würde sagen, wir basteln uns jetzt erstmal zum Feld, weil da rechts ist irgendwie so ein Höhleneingang. Dann gucken wir von da mal weiter. Ich guck mich mal ganz kurz um. So, es wird wieder Nacht. Also nice. Hier, das Feld ist auf jeden Fall gigantisch. Ups. Nacht lieben wir ja. Ja, das wurde wahrscheinlich angebaut während der Friedensphase, weil da braucht man ja keine versteckte Base. Alter, hier war jemand im Nether. Echt? Guck dir die roten Steine an. Ja, willst du noch. Du brauchst auch Obsidian für Nether, oder? Ja. Ja, ist das Obsidian? Das ist definitiv. Ach so, meinst du jetzt, dass die Steine aus dem Nether. Ja, okay. Das ist Netherrack. Dann müssen wir. Das soll ein Nether-Portal sein. Dann sind wir hier definitiv richtig. Kommst du runter bitte? Weil wenn hier ein Nether-Portal sein sollte, dann sollten wir das hören. Warte, hier unten ist ein Skelett, darum kümmere ich mich kurz. Ja, willst du jetzt doch in Nether? Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass jemand im Nether ist. Ja, es gibt immer Leute in Projekten, die in Nether gehen. Vor allem gerade wegen Tränken. Und es wurde ja gesagt, dass Stärke 2 Tränke erlaubt sind, weil die nicht mehr so stark sind in der 1.10. Das wurde in der Config geschrieben. Da warst du, glaube ich, aber noch nicht drin. Naja, kann sein. Also lass mal weiter hier hingehen, da scheint nichts mehr zu sein. Ah, ich habe das Portal gefunden. Echt? Ja. Ist doch an? Ja, und hier geht's. Aber ich höre es gar nicht. Ah, das ist doch auch einer aus dem Nether, ne? Sonst würde er uns ja angreifen. Ja, ja. Wo bist du denn? Komm. Ich bin beim Portal. Ja, sollen wir rein? Nein, hier runter. Ich hab derbe Schiss. Ach nee, Nether-Portal-Fallen sind verboten, ne? Darf man nicht machen. Skelett da hinten? Guck mal, Alex, mach das mal wieder, Papa. Ich wollte es halt abschießen. Ich wollte testen, ob es funktioniert. Aber jetzt funktioniert es wieder einwandfrei. Meine rechte Maustaste, wunderbar. Okay, das Skelett schießt mich ab, der Bastard. Also gut, da scheint ein Eingang zu sein. Sieht gleich danach aus. Ich muss sagen, ich werde langsam paranoid. Oh, bitte guck den. Achtung, Creeper hinter dir. Entschuldigung. Kein Leben verloren, alles gut. Hat der Mann gut geblockt? Hier ist nichts mehr, obwohl. Ja, bau doch mal ein bisschen rein. Ja, habe ich auch gerade gesagt. Es sieht aus wie ein Eingang. Jetzt wird es wieder extrem dunkel. Sorry, Leute. Warte. Sexy. Also hier scheint aber nichts mit zu sein, ne? Na gut, dann lass wieder raus. Nee, also so viel Mühe würde ich mir auch nicht machen. Warte, ich werf mal ein paar Sachen weg. Ich habe das Bett ja auch noch extrem weit nach hinten gebaut. Ja, klar, das Bett. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Okay.
Aber hier ist irgendwas, wenn hier... Also hier hat auf jeden Fall jemand Obsidian geholt, ne? Ja, schätze ich. Fall. Ja. Warte. Okay. Ganz vorsichtig, gell? Ja, aber hier kam... Hier ist irgendwer. Lang gegangen. Ja. Digga, ich sehe gar nichts, Mann. Alex? Ja? Alter Schwede! Was denn? Hier hat aber jemand, Alter, mein Gott, weißt du, wenn hier wirklich jemand ist, ne? Ach, da runter jetzt? Ja, aber hier haben sie sich wieder hochgebaut, guck mal. Kannst du einfach runterkommen, hier ist nur ein bisschen Lava und Wasser. Okay. So. Jetzt wieder ein normaler Bildschirm. Ey, ohne Witz, ne? Alex, hier geht's noch weiter. Digga, jetzt gleich, wir kommen so bei Kalle und Killercraft da raus. Alter Schwede, ja. Wer auch immer hier die Base gebaut hat, ne? Oh, hier geht's wieder hoch, Alter! Da wollte jemand so einen Funpark bauen, Alter. Der hat sich gedacht, ach, wenn andere Spieler kommen. Gib mal ein bisschen Gas jetzt hier. Wir haben nicht den ganzen Tag. Ich sneak halt die ganze Zeit. Also, es geht hier ziemlich weit hoch wieder. Okay. Alter Schwede, wenn wir nachher wieder den Weg. Ich sehe gar nichts, Bruder. Nee. Ah, hier. Ja, nimm eine Fackel in die Hand. Warte, ich leg dir hier eine Fackel hin. Wenn du die in die Hand nimmst, ist es auf jeden Fall hell. Hier ist eine Crafting Box. Okay, warte, zack. Ey, jetzt ohne Witz. Oder ist das ein Notausgang von dem? Bildschirm erkenne ich gerade wieder gar nichts, ey. Ja, nimm die Fackel in die Hand, glaub mir, das hilft. Ja, wo ist die? Jetzt ohne Witz, ne? Wenn hier wirklich eine Base sein sollte, ne? Ist die? Ja. Ja, läuft, Alter. Hier oben geht's wieder. Hier geht's wieder hoch. Ah, ich hab sogar Fackeln gehabt. Nee, irgendwie leuchtet die bei mir nicht. Bei mir wird das hell. Also, du kannst aber, brauchst aber gar nicht hochkommen, weil ich bin jetzt wieder ganz oben. Ich guck mal kurz, wo ja, ich bin. Soll ich wieder runtergehen? Ich bin jetzt hier bei einem zweiten Feld. Ich bin jetzt hier bei einem anderen Feld. Okay, ich komme. Nein, brauchst du nicht. Und wir gehen ganz schnell und wir rennen und wir rennen und wir laufen und wir laufen und wir gehen wieder runter, wir gehen runter, wir gehen den gleichen Weg wieder zurück. Obwohl, wir gehen nicht. Nein, wir gehen nicht zum Spawn zurück. Alex. Zack, zack. Alex! Ja, was denn? Wir gehen nicht zum Spawn zurück. Ja, gehen wir auch nicht. Digga, dann sind wir direkt tot. Die sind definitiv am Spawn campen und wir hoffen, dass da irgendwer hinkommt. Ja, so wie sie es schon in der Skype-Gruppe so immer geschrieben haben, ja, am Spawn einfach rumlaufen, da kommen schon Leute. Ach du Scheiße, vor allem wenn jetzt. Jetzt dürfen wir wenn jetzt auf Kalle und Killer, die Folge ja, bei denen so voll gechillt, so, ach ja, die sind ja, auf dem Server. Die sind nicht cool. Oh, 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 Alter, fuck, fick die Hände, weg hier. Disconnecten. Okay, jetzt müssen wir mal ganz ruhig sein und sneaken, weil, hey, na, Digga, ich schreib dir nicht. Das Problem ist... Nee, der schreibt jetzt an Domson, weiß. Also das Ding ist, wenn ich, wenn hier wirklich irgendwer so einen bewussten Labyrinth gemacht hat, ne? Dann er gebaut hat es auf jeden Fall jemand. Ja, dann kann das aber nur eine Person gewesen sein. Oder zwei. Oh, Nana, what's your name? Oh, Nana. Ich hab gehört, ihr sollt ganz easy sein. Hä, hey, wieso komm ich? Alter, da was? Ist, ja, da fehlt ein Block. Da habe ich mich auch gerade hochbauen müssen. Du bist behindert, ey. Ich sehe gar nichts auf dem ersten Bildschirm, wenn kein Licht da ist. Alex, ich habe so Angst. Vor allem, warum ist denn das bei mir jetzt schon wieder so dunkel und bei dir so gut? Weiß ich nicht, aber ey, ohne Witz. Wie ich das gerade gemerkt, wie ich gerade gemerkt habe, dass sie sich hier hochgebaut haben, ne? Also ich habe echt ein flinkes Auge, mein Freund. Ich bin der Boy. Gut, also das war's, ich muss sagen, das war's mit... Einfach hoch, Mann! Ja, ich komme da nicht hoch. Klar. Also sehr geehrte Zuschauer, das war's mit unserer Aufnahmesession für heute. Nee, wir nehmen danach noch eine Folge auf, wir riskieren, Digga. Ey, ich riskiere hier gar nichts, ich nehme das Ding mit nach Hause. Wir werden so lange überleben, bis die anderen beiden da entweder aufgeben oder verhungern. Wie viel Leben haben die eigentlich? Teams. Die sind bestimmt Team 1, ne? Mhm. 4. 4? Ja, also beide dürfen einmal spawnen. Oh Gott, Alter, ich bin gerade ziemlich ruhig geworden. Ein wenig, ja. Das also gut, ich weiß auf jeden Fall... 4 Leuten ist halt schon heftig, ey. Ich weiß auf jeden Fall, die haben Verzauberung. Ja, das hat man ja auf den Thumbnails gesehen. Weißt du, was wir machen könnten? Komm mit in Nether. Ja, nachher sind da welche. Ja, dann gehen wir wieder rein und rennen weg. Okay. Ab geht die Party. Sneaken bitte direkt. Ja, ich sneak schon. Alter, ohne Witz, ne? Was geht denn? Glowstone brauchen wir für Es kann halt sein, dass wir jetzt nicht bei diesem Portal wieder rauskommen, ne? Doch. Wenn du in das rein... Okay. Du kommst beim ersten Portal, das in der Welt gebaut wurde, raus. Ja, dann haben wir ein Problem mit... Also hier waren auf jeden Fall welche. Da haben sie auch Glowstone oben abgebaut. Wollen wir es wagen, Glowstone zu basteln? Ja, ne? Ich meine, ich sehe hier niemanden und ich glaube nicht, dass die damit rechnen, dass irgendwer deren Portal findet. Weißt du, was ich meine? Möchte ich das eigentlich ausmachen? Ja, wir laufen mal rein. Ich sehe gar keine Namen. Ja gut, der Nether ist jetzt nicht gerade klein. Ja, aber die werden sich definitiv nicht weit von ihrem Dingens entfernen. Ja, komm halt.
Lass rumlaufen. Wir müssen halt das Portal nachher wiederfinden, ne? Ja, ich will jetzt auch nur hier in die Richtung. Ich will hier oben den Glowstone aufbauen. Warum greifen einen eigentlich die Viecher nicht an? Die greifen dich nur an, wenn du sie angreifst. Ja, ja, schon, aber warum? Alter Schwede. Jetzt muss ich eigentlich auch noch hoch. Warte, stell dich mal, stell dich einfach hier runter. Ich baue das für dich ab. Kannst das unten einfach auffangen. Boah, Alter, ich habe so Angst vor den Geräuschen hier, ne? Ja, das sind aber nur die. Oh Gott. Oh Gott. Und wir haben genug Sprengpulver, um Splash Potions zu machen. Das ist doch optimal. Ja, na guck, war es doch gut, dass wir es eingesammelt haben. Ja, ja. Ich habe ja gesagt. Ich habe gesagt. Du hast gesagt, brauchen wir nicht. Ja, ich sag ja. Deswegen war es ja gut. Ich glaube, das reicht erstmal, oder? Wollen wir die anderen abkommen? Ich habe keine Ahnung, wie viel man so für einen Brautisch und so braucht. Ja, das können wir ja später angucken. So, warte, ich nehme jetzt die noch mit und dann verpissen wir uns ganz schnell wieder. Hast du alles? Ich habe 60 Stück. Ja, Alter, davon können wir eine ganze kleine Großfamilie ernähren. Okay. So, okay. Was will der also bei mir? Also ich habe jetzt einen Stack und 9. Okay, gut, dann ja, braucht man nicht mehr. Nee. Also für Regeneration braucht man eine Gasträne, das weiß ich noch aus Reamp. Ja, aber die Mühe mache ich mir jetzt nicht. Der Gast ist über uns, dann müssen wir uns erstmal hochbauen und weiß, ob wir dann die Dinge jetzt wiederfinden. Das Portal. Wir einfach so aus Jux in Nether gehen, nicht weil wir unser eigenes Portal gemacht haben. Nein, ohne Witz. Also dafür sind wir doch bekannt, dass wir nicht selbst machen, sondern uns alles erklauen. Das stimmt schon irgendwo. Okay. Dann raus und direkt wieder sneaken. Ja, weil es kann sein, dass wir jetzt an einem anderen Portal rauskommen, ne? Ja. Oh. Ja, siehst, was sage ich, was sage ich? Ich wusste es. Alex. Ja? Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung, Digga. Weißt ja, du, hier geht's irgendwo runter. Oh, hier ist eine Farm. Ey, ohne Witz, wir haben ein Problem, also, okay, Digga. Nicht wirklich eine Farm. Wir haben ein gigantisches Problem. Ja? Wir haben die Koordinaten nicht aufgeschrieben. Ey, ja, ohne Witz, ne? Ich glaube, ich war noch nie so paranoid. Okay, hier wollten sie erst das Nether-Portal reinbauen. Digga, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wie waren die Koordinaten des Spawns? Wir wollten es auch erst hier bauen, aber das ist ja falsch, ne? Wo sind die Koordinaten des Spawns, Digga? 00. 00? Mhm. 100, dann sind wir 126 und 700 und 600 Blöcke entfernt. Gut. Bei uns läuft auf jeden Fall. gut, Alter. Wie viel haben wir denn? Also ist es wirklich 0-0 der Spawn? Ja, ich glaube schon. Okay, weil dann müssen wir in die Richtung. Okay. Ja, genau in die Richtung müssen wir. Ich will einen scheiß Zaubertisch jetzt so langsam mal. Ja, dann lass uns jetzt mal. Willst du echt rennen? Ja, bis wir die 700 Blöcke gesneakt sind, ist schon Folge 27, Junge. Ja, ist doch geil, oder? Vor allem, er schreibt so bye-bye. Fuck. Aber wir dürfen nicht zum Spawn rennen, sonst sind wir down. Ja, wahrscheinlich. Und raus, ne? Ja. Aber warte mal, wir können auch vielleicht auch minus 2 Leben haben. Da ist ein Creeper. Also ich muss sagen, ich bin nur bei diesen Höhlen vorsichtig, ne? Und wir müssen auch gucken, dass wir das Essen ein bisschen gut einteilen, ne? Ich schreibe einfach mal Piep. Furz. Ah, das ist so richtig unser Team, Mann. Vulgär alles am Sein Bean. Ich könnte mal wieder ein bisschen was zu essen vertragen. Du unterschätzt das immer. Was? Das Essen. Ich hab eine Idee. Ich bau mich. Nee, was ich meinte, ist weg. Wunder dich nicht. Wo bist du? Unter mir, ne? Ja. Wunder dich nicht. Ich guck. Ich hab gesehen, dass du auf die Bäume hoch bist. Ja, weil bis die mich sehen, das bin ich meist schon wieder runter. Alter, darf ich dir was sagen? Hm? Hier ist nichts. Gar nichts. Ja, geil, oder? Vielleicht finden wir hier noch Sugar Cans. An dem Wasser ist nichts. Da könnte vielleicht was sein. Hier direkt links an der Lagune, oder? Ja, aber ganz ehrlich, wenn die da ein Nether-Portal gebaut haben, als ob das da nicht schon längst weg ist. Ja, die haben ja schon in der Compi geschrieben, dass die da sehr viel. Ja, einer hat ja gefragt, ob das nochmal nachwächst, aber das tut's ja nur, wenn du es anpflanzen würdest. Ja. Ansonsten spawnt es ja nicht. Ach, wir müssen in die Richtung noch parallel, Entschuldigung. Und übrigens, was ich mit dem Essen vorher meinte, ich habe das Fleisch schon gegessen, das meinte ich damit. Ja, ich habe Kohle mit, also. Warte mal, wenn du mich coverst, können wir kurz ein bisschen was braten. Ja, mach mal. Das stresst ja nicht, wir haben ja alles dabei. Ich bin ja immer sehr gut vorbereitet. Ich habe schon ein bisschen Angst jetzt so. Ja. Also deswegen habe ich mich auch gerade auf die Baumkrone gestellt. Ich kenne halt Domse. Ich will jetzt nicht sagen try. Okay. Ich will jetzt nicht sagen try harder, aber der kriegt sich schon bis zum geht nicht mehr. Er ist ehrgeizig. Das kannst du ja nicht anders sagen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass da so einer ist, der würde jetzt am Spawn chillen und warten, bis er uns findet. Oder bis wir uns da mal in die Nähe trauen. Und vielleicht läuft er auch rum. Weil ich meine, sind ja nur wir. Aber ich glaube nicht, dass er so weit rumläuft. Ich habe mir jetzt mal 3 schon mal genommen, ne? Aber ich glaube, also ich bin der Meinung, durch das neue Kampfsystem hätten wir vielleicht auf jeden Fall ausgeglichenere Chancen. Weil halt. Kann schon sein, ja.
Weil du halt da so auch taktischer vorgehen kannst, ne? Ja, gut, das bringt uns aber nichts, wenn die voll verzaubert sind irgendwie. Ja, aber wenn du dann halt die ausspielst, das ist ja bei anderen Computerspielen nichts anderes, ja, ne? Ja, man müsste es halt versuchen. Also ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Er sagte, solange du dich umguckst, ne, und guckst so neben mir, aha, guck dir ja, ich auf. Muss. Ja, es brät halt gerade, was soll ich machen? Ich glaube, ich stehe jetzt die ganze Zeit so da. Ich weiß, du siehst jetzt nicht mein Bildschirm, aber... Natürlich, du stehst da. So. Ja, natürlich. Sonst ja, man sneakt doch... dann halt nicht, ne? Achso, dann sneakt doch wenigstens, Arschloch. Ja, das geht doch nicht. Ja, ich doch. Kann ja nicht auf den Ofen klicken. Ja, nicht auf den Ofen, dann warte kurz, bis er aufhört zu... Ach, nicht aufhört zu brennen, aber... Ja, ja, bis es halt alles fertig ist. So, ist alles fertig, gut. Okay, gut, bau soll ab. Noch ein bisschen was reinpacken, oder? Nee, ja, gut. Das reicht ja, ich habe keine Spitzhacke. Ja, ich nehme das mit. So, okay, dann müssen wir in die Richtung schräg ungefähr. Hier ist ein Hundi, hier sind keine Fackeln, ich glaube nicht, dass ich da irgendwer... Ich frage mich halt, wie man auf diesen Platz hier kommt, ey, mit dem Netherportal, wenn es 600 Blöcke weg ist. Warte, ich nehme nochmal das Schwein mit. Ja, gut. Das Folgenende ist erreicht. Ich habe das Schwein leider da, nicht wo bekommen. Wir raus... Da, wenn du geradeaus durchguckst, da... Dann guckst du genau auf die kleine Farm, wo ich eben rausgekommen bin, nachdem wir den Irrgarten da durchgelaufen sind. So. Ah, okay. Also... Nochmal danke fürs Zuschauen. Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Schaut bei Marcel vorbei und den anderen Teilnehmern. Vielleicht findet er ja die Folgen, wo wir dann jetzt auch drin vorkommen. Aber ihr wisst ja natürlich nicht spoilern. Im Zuge beenden wir das Ding für heute. Das Ding für heute. Jo, auf Wiedersehen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.